Es gibt gerade ein unfassbar gruseliges Thema, das brandaktuell ist und auf allen möglichen Foren und Social Media Seiten diskutiert wird. Und zwar geht es um eine Geschichte und ein Mysterium, das wir uns unbedingt angucken müssen. Es geht dabei um diesen Jungen, den dreijährigen Ryker Webb, der letztes Jahr, im Jahr 2022, plötzlich im Winter spurlos verschwunden war und dann einige Tage später mehrere Kilometer weit weg in einem Wald wieder auftauchte, sich an nichts erinnern konnte und völlig verstört aussah. Nun gibt es eben zu diesem gruseligen Vorfall ein Mysterium bzw. eine Theorie, die überall verbreitet wird, dass es Beweise gibt, dass dieser Junge, der gefunden wurde, nicht das gleiche Kind ist wie das, was verschwunden war. Beziehungsweise, dass dieser Junge eventuell gar kein Mensch ist. Was genau hier passiert ist und was diese Theorie ist, wollen wir heute einmal genau erklären. Damit wir verstehen, was hier passiert ist, müssen wir allerdings in den Anfang des letzten Jahres zurückreisen. Anfang letzten Jahres kam es dazu in der USA, in Montana, dass ein Vater mit seinem Sohn und seinem Hund draußen im Garten spielen war. Dieser Vater hatte eben einen Familienhund und einen dreijährigen Sohn namens Ryker Webb. Alles war hierbei schön und gut gewesen. Sie hatten viel Spaß draußen und irgendwann entschied sich der Vater, dass er etwas von drinnen holen wolle. Laut manchen Quellen heißt es, dass er reingegangen ist, kurz in die Küche ging und dann ungefähr 5 Minuten später wieder rauskam. Als er allerdings dann das Haus wieder verlassen hatte und nach seinem Sohn gucken wollte, bemerkte er etwas Schreckliches. Sowohl sein Sohn als auch sein Familienhund waren beide verschwunden. Der Garten dieser Familie grenzte direkt an ein riesiges bewaldetes Gebiet. Kein kleiner Wald, wie wir ihn hier häufig in Deutschland kennen, sondern wirklich ein großes, undurchdringliches Stück Wald. Er wusste sofort, dass sein Sohn höchstwahrscheinlich in den Wald gerannt war und machte sich natürlich dann auch sofort auf die Suche, ihn wieder zu finden. Er forstete so gut er konnte alles in der näheren Umgebung ab. Doch auch wenn er mehrmals seinen Sohn rief, konnte er überhaupt nicht feststellen, wo er war. Sein Sohn schien ihm nicht zu antworten und das, obwohl er eigentlich noch gar nicht so weit gelaufen sein durfte. Der Vater versuchte alles, um sein Kind zu finden, doch egal wie sehr er sich anstrengte, es gab keine Chance. Nach 2 Stunden schaltete er dann auch die örtliche Polizei ein und diese Polizei startete sofort ein großes Aufgebot an Hilfskräften. Sie wollten mit Helikoptern, mit Wärmebildkameras, mit Hunden, mit Suchtrupps alles absuchen, um dieses Kind zu finden, das noch nicht so weit weg sein durfte. Doch obwohl sie sich anstrengten, gab es überhaupt keine Möglichkeit, das Kind zu finden. Zudem müsst ihr wissen, dass die Temperaturen zu dieser Jahreszeit unfassbar kalt gewesen sind. Nachts waren es starke Minustemperaturen. Zudem war ein großes Gewitter im Anmarsch, das tatsächlich die Suche auch einschränkte bzw. teilweise unmöglich machte. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt, wo Ryker Webb verschwunden war, waren sich eigentlich alle sicher gewesen, dass dieses Kind die Nacht nicht überleben würde. Bei den Temperaturen, zu leicht bekleidet, alleine als Kind draußen rumzulaufen, wo es gefährliche Tiere wie zum Beispiel Berglöwen gibt, ist eigentlich undenkbar. Doch nach wenigen Tagen, wo man nicht aufhörte zu suchen, schafften es 2 Polizisten tatsächlich, das Kind zu finden. Beziehungsweise sie wurden eben hergerufen, weil ein Mann, der in einer hölzernen Hütte im Wald lebte, mitgekriegt hat, dass er seltsame Geräusche aus seinem Schuppen hörte. Sein hölzerner Schuppen, der direkt an seiner Wohnung dran war. Und in diesem hölzernen Schuppen, in dem Auffangbehälter von einem Rasenmäher, hatte Ryker sich reingelegt und sich scheinbar da drinnen versteckt, um zu schlafen. Sofort waren natürlich alle glücklich gewesen, holten das Kind dort raus und brachten es erst einmal ins Krankenhaus, wo man feststellte, dass er dehydriert war, aber dass er ansonsten bei allerbester Gesundheit gewesen ist. Dies war schon unfassbar seltsam gewesen. Dieses Kind hätte unfassbar stark unterkühlt sein müssen. Doch es war völlig unversehrt, völlig unverletzt, in perfekter körperlicher Verfassung und das, obwohl er bei diesen Temperaturen und Witterungsverhältnissen über 4 Kilometer weit gegangen sein musste. Denn 4 Kilometer weit entfernt fand man dieses Kind. Doch die ganze Sache wird hier jetzt noch gruseliger. Denn sofort wollten Leute wissen, was hier passiert ist. Sofort wurde Ryker natürlich gefragt, was genau vorgefallen war. Und Ryker erzählte nur, dass er sich an nichts erinnern kann.
All die Dinge, die er in den letzten Stunden gesehen haben musste, all die Dinge, die Angst, die er verspürte, waren scheinbar aus seinem Gedächtnis gelöscht worden. Es war so, als wäre er überhaupt nicht für mehrere Tage weg gewesen, sondern als wäre es für ihn ein relativ kurzer Zeitraum gewesen. Das Einzige, was er zu einem späteren Zeitraum mal sagte, war, dass dort ein Mann gewesen ist, der in dieser Hütte lebte, beziehungsweise dass ein Mann dort war, den er im Wald getroffen hat. Manche Leute vermuteten damals deswegen, dass eventuell Riker gar nicht in den Wald von sich aus reinlief, weil er spielen gehen wollte oder weil sein Hund ihm weggelaufen war, sondern dass tatsächlich in den 5 Minuten, wo der Vater reingegangen war, irgendeine Person aus dem Wald kam und Riker mitnahm. Bis heute weiß man nicht genau, was mit Riker damals passiert war. Doch der ganze Vorfall soll jetzt noch viel, viel gruseliger werden. Denn da jetzt mittlerweile einige Zeit ins Land gefahren ist, haben Leute sich diesen Vorfall nochmal genauer angeguckt und dabei etwas wirklich Gruseliges bemerkt. Eine gruselige Erklärung, warum dieser Junge, der gefunden wurde, sich an nichts zu erinnern scheint. Und zwar, weil dieses Kind gar nicht wirklich Riker Webb gewesen ist. Es heißt, dass Riker Webb eben damals in den Wald spazierte und sie irgendein anderes Kind oder irgendein anderes Wesen gefunden hatte, das sich nur als Riker ausgab. Zunächst einmal sagten viele Leute, dass man dies an den Bildern erkennen kann. Häufig wird dann zum Beispiel dieses Bild hier präsentiert. Dies ist Riker, wie er normalerweise aussah. Ein recht lebensfrohes, glückliches Kind mit einem recht ründlichen Gesicht. Und danach guckt man sich eben das Bild von Riker an, als er wiedergefunden wurde, als sie ihn eben in diesem Schuppen entdeckt hatten und mitgenommen haben, und dort sieht man eben ein ganz anderes Gesicht. Die Augen sind viel größer, das Gesicht ist völlig eingefallen und die gesamte Kopfform ist laut vielen Leuten eine ganz andere. Kinn- und Augenbrauenstrukturen scheinen angeblich nicht zu stimmen. Unterschiedlichste Leute haben diese Bilder miteinander vergleicht, ganze große Vergleichsseiten im Internet angestellt, um alle Details zu sammeln, und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses Kind, was dort entdeckt wurde und was von sich selbst behauptete, Riker Webb zu sein, in Wahrheit jemand ganz anderes ist. Und hier gab es eben 2 unterschiedliche Theorien. Entweder wurde ein anderes Kind gefunden, das in diesem Wald gelebt und sich versteckt hatte und das einfach nur die Chance nutzte auf ein warmes Zuhause und sich deswegen als Riker ausgab. Oder es gibt eben die etwas übernatürlichere Theorie, dass wir es hierbei mit einer Kreatur zu tun haben, die die Form wandeln kann und sich als Riker ausgab, nachdem es den echten Riker beseitigt hatte. Ich rede hierbei natürlich über Skinwalker. Es gibt viele Leute im Internet, die stark vermuten, dass wir es hierbei vielleicht mit einem Opfer von einem Skinwalker zu tun haben könnten. Skinwalker, für die es nicht wissen, sind letztendlich Wesen, die perfekte Meister darin sind, ihre Form anzupassen. Sie können ihre Form in Menschen verändern, die sie zum Beispiel gesehen haben. Sie können auch menschliche Stimmen perfekt imitieren, aber irgendwie sind sie immer nicht 100% stimmig. Ein Skinwalker ist nie so perfekt wie ein echter Mensch. Es ist immer so, als wäre irgendetwas an ihm falsch. Das Uncanny Valley, dieses Gefühl, dass irgendetwas nicht richtig menschlich ist, obwohl es so aussieht, ist immer bei Skinwalkern da. Manchmal sehr stark und manchmal nur sehr leicht. Viele vermuten nun also, dass dieses 3-jährige Kind in den Wald ging und dann dort von einem solchen Skinwalker überrascht wurde, zerfleischt wurde, was weiß ich, gefressen wurde, und daraufhin verwandelte sich der Skinwalker selbst in den Körper von Riker. Allerdings nicht sonderlich perfekt. Die Perfektion, um wirklich exakt so auszusehen wie das Kind, schaffte der Skinwalker dann erst im Laufe der Tage, indem er eben angefangen hat, sich Fotos und ähnliches anzusehen und seine Form zu verbessern. Dies ist eine natürlich völlig übernatürliche Verschwörungstheorie aus dem Internet. Das ist absolut keine Frage. Doch es kommen so viele Leute hervor, dass dieses Kind nicht das gleiche sein kann wie das, was weggelaufen ist, und dass es unmöglich wäre, dass Riker es wirklich überlebt hätte, so lange alleine bei den Temperaturen im Wald zu sein. Und wir wollen uns das Ganze einmal genauer angucken. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir es hierbei wirklich mit einem übernatürlichen Wesen oder einem gruseligen Verwechslungsfall zu tun haben? Folgendes muss man sagen. Tatsächlich sieht das Bild von Riker Webb extrem anders aus als die Bilder, die es vorher von ihm gegeben hatte.
Man muss hier aber Folgendes sagen. Auf dem Bild von Riker, das immer wieder als der große Beweis gesehen wurde, ist Riker eben völlig dehydriert. Sein Körper hat stark an Wasser verloren gehabt. Und wenn der Körper eben stark Wasser verliert, weil er dehydriert, dann werden eben auch unterschiedlichste Körperstellen viel, viel markanter. Das bedeutet, in dem Moment, wo er eben Gewicht verliert und Wasser verliert, tritt ein Kinn, treten Knochenstrukturen deutlich klarer ans Tageslicht. Deswegen ist es absolut nicht unwahrscheinlich, dass Rikers Aussehen sich verändert hat, dass sein Gesicht vielleicht etwas schmaler und kantiger aussah als vorher. Wenn man sich Bilder von heute anguckt oder Interviews von heute mit Riker, wo er eben Sachen gefragt wird, an die er sich erinnern kann, dann sieht Riker genauso aus wie damals. Die Vertreter der Skinwalker-Theorie sagen natürlich, dass der Skinwalker sein Aussehen einfach perfektioniert hat. Ich kann aber jetzt auf diesen Bildern nicht wirklich klar erkennen, dass dies unterschiedliche Menschen sein sollen. Klar sind Unterschiede zu erkennen, aber für mich persönlich sehen sie aus wie ein und dieselbe Person, nur dass eine Person halt Schreckliches durchgemacht hat und die andere nicht. Aber was ist mit der Frage, wieso Riker sich an nichts erinnern kann? Wie kann es sein, dass all die Erlebnisse plötzlich aus seiner Erinnerung gestrichen wurden, abseits von dieser seltsamen Person, die er gesehen hatte? Zunächst einmal, diese seltsame Person, die er gesehen hat, ist vielleicht gar kein Entführer oder ähnliches, sondern er spricht damit wahrscheinlich den Mann an, der ihn in dem Schuppen gefunden hatte. Der Besitzer der Hütte im Wald ist wahrscheinlich die Person, die er meinte mit, da war ein Mann bei der Hütte. Das ist kein Monster, kein Slenderman oder ein Skinwalker, das ist einfach die Person, die ihn wahrscheinlich gefunden hat. Der Grund, warum Riker sich an dieses extrem traumatische Erlebnis nicht erinnern kann, ist eben genau, weil es ein so traumatisches Erlebnis ist. Der menschliche Körper in solchen Notsituationen hat tatsächlich eine Eigenschaft, dass die Dinge aus Selbstschutz häufig vergessen wurden. Bei Kindern ist das Ganze noch extremer. Kinder haben häufig das Problem, dass sie zum Beispiel auch Misshandlungen in der Kindheit oder ähnliches schon kurze Zeit später ausblenden und wieder vergessen. Dass diese Dinge halt im Hinterkopf bleiben, aber nicht mehr klar als Bilder vor Augen sind. Allgemein kann es eben passieren, wenn man etwas wirklich Traumatisches und Schreckliches erlebt, die Erinnerungen sehr, sehr schnell verblassen. Dies gab es auch in der Vergangenheit bei Leuten, die zum Beispiel schreckliche Unfälle gehabt haben oder ähnliches. Obwohl sie die ganze Zeit bei Bewusstsein waren, konnten sie schon kurze Zeit später sich an nichts dergleichen mehr erinnern. Sie wissen, dass es passiert ist, aber Details zu dem Ablauf oder ähnlichem sind einfach verschwunden. Und zwar, weil der Körper versucht, diese Informationen zu streichen, um sich selbst zu schützen, damit dieses traumatische Erlebnis einen nicht zu sehr belastet. Das heißt, es ist durchaus logisch oder durchaus erklärbar, dass Riker alles vergessen hat, was er dort gesehen hatte. Dies ist kein Grund, der uns darauf schließen lässt, dass er ein Skinwalker ist. Ich persönlich, so wie ich mir das Ganze angesehen habe, würde sagen, dass wir es hierbei mit einem ganz normalen Jungen zu tun haben, der allerdings etwas Unfassbares geschafft hatte. Dadurch, dass er Glück hatte und diese Hütte im Wald fand, wurde aus dieser eigentlich so tragischen Geschichte ein großes Happy End. Heutzutage geht es ihm sehr gut und er führt ein ganz normales Leben. Ich wollte unbedingt einmal über diese Theorie sprechen, weil ich sie sehr interessant fand. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dahin aber, tschüss.